Es ist 9 Uhr morgens oder so. Ich bin vor sehr, sehr kurzer Zeit erst aufgewacht. Und ich werde jetzt direkt mein Handy erneuern. Weil ich vor knapp einer Woche mittlerweile das neue iPhone 14 in der Post hatte und es seitdem einfach nicht geöffnet habe, weil ich unbedingt ein Unboxing davon machen wollte. Und ich habe es die ganze Zeit nicht geschafft. Ich weiß, es klingt total absurd, aber ich habe es irgendwie... Ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen psycho, dass ich es schaffe, ein neues Handy eine Woche lang in seiner Verpackung zu lassen, oder? Im Endeffekt ist es aber auch gar nicht so krass, weil ich meine, es ist quasi das gleiche Handy. Ich habe so viele TikToks darüber gesehen, dass wir uns alle von Apple verarschen lassen, weil wir einfach immer und immer und immer wieder das gleiche Handy kaufen jedes Jahr. Zu meiner Verteidigung, ich habe noch das iPhone 12, also ich habe meins seit 2 Jahren. Eigentlich würde es auch noch vollkommen ausreichen. Also ich müsste definitiv kein neues Handy haben, weil meins noch absolut passt. Aber das Handy von meinem Papa ist kaputt und ich habe es die letzten Jahre immer so mit ihm gemacht, dass er mein altes Handy genommen hat und ich mir ein neues gekauft habe. Und da seins jetzt leider kaputt ist, hat er mich gefragt, ob ich mir sowieso ein neues holen will. Eigentlich hatte ich es nicht vor, aber ich weiß, dass die Kamera bei diesem Handy hier, bei dem iPhone 14, wesentlich besser ist als beim iPhone 12. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann hole ich mir halt leider ein neues. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal zusammen, weil es gibt nichts Satisfyingeres als das Unboxing eines iPhones, finde ich. Wenn es funktioniert, zumindest. Hallo? Ich brauche auch noch eine Schere, nervig. Ich finde keine Schere. Hä? Alter, meine Schwester hat einfach keine Schere. Bin ich dumm? Die hatte immer eine. Ja, dann muss ich das jetzt irgendwie anders versuchen. Toll. Das ist auch noch so ein Sicherheitsding hier. Ah ja. So sicher ist es dann doch nicht. Tada! Hier ist das gute Ding. Ich habe halt sogar einfach die gleiche Farbe, alles gleich genommen, außer dass ich jetzt mehr Gigabyte habe. Ich hatte hier 256 und jetzt habe ich 512, weil ich dachte, das reicht zwar locker, aber ich glaube, ich habe jetzt schon fast 200 Gigabyte voll hierbei und deswegen dachte ich, nee, ich hole lieber das Größere, bevor ich noch Speicherprobleme kriege, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich würde sagen, wir packen dieses wunderschöne Ding hier mal zusammen aus. There it is. Okay. Hä, aber sieht es genauso aus wie meins jetzt? Das ist es. Ich habe es wieder in Silber genommen. Ich packe das andere mal aus einer Hülle. Oh, ist nicht so einfach. Ach du Scheiße. Hallo. Oh. Oh mein Gott. Nein, ich will nicht den Notruf wählen. Stopp. Okay. Ja gut, never mind. Ich glaube... Oder? Scheiße, Leute. Ich dachte, ich brauche gar keine neuen Handyhüllen dafür, aber... Oh mein Gott. Gut, ich mach's direkt kaputt. Scheiße, ich dachte, ich kann die gleiche Hülle dafür einfach benutzen, aber die Kameras sind einfach viel größer als bei meinem alten. Das hier ist das 12 Pro Max und das hier ist das 14 Pro Max. Ach du Scheiße, das ist ja einfach nochmal größer als das andere. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre gleich groß. Ich war so sicher, Leute. Oh mein Gott. Okay, dann habe ich jetzt halt noch ein größeres Handy. Ach du Scheiße. Und keine Hülle dafür. Dann sollte ich das Handy jetzt eigentlich nicht. Egal. Ich mach's jetzt. Ich mach es jetzt. Aber ich habe so lange gewartet. Gar keinen Bock mehr. Wir machen das jetzt hier zusammen. Oh mein Gott. Satisfying as fuck. Ist das auf der Rückseite auch? Ich glaube nicht. So, okay. Handy ist unboxed. Tschüss. Spaß. Also, hier drin befindet sich jetzt noch ein Kabel. Ein USB-C Lightning-Kabel. Wo ich mich auch frage, so ganz ehrlich, Leute, langsam könnt ihr wirklich mal den Lightning-Anschluss auch durch USB-C auswechseln, oder? Findet ihr nicht? Ich bin da schon der Meinung. Ich mache das gute Stück jetzt hier mal an. Ich habe schon Backup und alles von meinem Handy gemacht und ich hoffe, dass wirklich alles mit darüber geht, weil ich habe das... Oh mein Gott! Es schreibt sich Hallo! Cool! Und ich schätze, das bedeutet auch Hallo. Oh, toll! Das finde ich ja cool. So. Dann wird jetzt erstmal das hier alles ausgewählt. Schnellstart. Manuell. Nein, ich will das mit dem Schnellstart. Okay, neues iPhone konfigurieren. Weiter. Oh mein Gott. Okay, jetzt mache ich das. Das ist wirklich so krass praktisch, ne? Ich bin so froh, dass es das beim iPhone gibt, weil ich hätte so hart keinen Bock, alles jetzt einzeln rüberzubringen und alle Apps neu zu installieren. So, Code für dein anderes iPhone eingeben. iPhone konfigurieren. Hä? Das war's jetzt? Also ich wusste, dass es einfach ist, aber ich wusste nicht, dass es das jetzt... Also, ey Leute, ist das Handy doch nicht größer? Jetzt
Rad sieht's doch gleich groß aus. Hä? Was war das denn für eine optische Täuschung jetzt vorhin? Es ist doch genau gleich groß. Aber ist es breiter? Nee, breiter ist es auch nicht. Es liegt wirklich nur an der Kamera. Nur der Kamerabereich ist größer. Ey, was ein Scheiß. Nur damit man neue Hüllen kauft. Ich sag's euch. Was ist das denn? Oh, wie ätzend. Vielleicht passt es trotzdem? Nein, natürlich passt es nicht. Super. Oh Mann. Ah, Face-ID konfigurieren. Sieht immer richtig gut aus. Richte dein Gesicht im Rahmen aus. Ja. Ja, hab ich doch. Cool. Erster Scan. Oh mein Gott. Ey, Leute. Mal, man kann Face-ID mit einer Maske verwenden. Das ist ja krass, dass sie das jetzt mittlerweile gemacht haben. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja mega, das coole Update. Das ist auch ein bisschen traurig, weil das bedeutet, dass Masken in unserem Leben gerade schon sehr, sehr lange präsent sind, wenn sogar Apple dann Update zu Face-ID macht. Aber cool. Ich glaube, der analysiert jetzt meine Augenpartie einfach noch ein Stück mehr. Face-ID ist jetzt konfiguriert. Toll. Von iPhone übertragen. Das iPhone kann jetzt in Notfällen helfen. Das ist nett. Laden und installieren. Toll. Ich würde sagen, jetzt warte ich. Und überleg mir mal, was für eine neue Hülle ich mir kaufe. Weil meine Hüllen kann ich ja jetzt offensichtlich nicht mehr benutzen. Das ist so scheiße. Das ist wirklich so kacke. Weißt du, dann macht ihr einfach das exakt gleiche Handy nochmal. Aber dann wird ein kleines Attribut verändert, sodass man die Hüllen nicht mehr benutzen kann. Das ist echt so... ist nicht cool, Apple. Ist nicht cool. Aber ich finde das hier trotzdem cool. Das soll sich ja angeblich auch so bewegen, wenn man zu verschiedenen Apps geht. Mal sehen. Oh mein Gott, Leute. Noch eine Minute. Dann ist es soweit. Es ist jetzt einfach schon 2 Stunden lang am Laden. Und dann ist hoffentlich alles gleich übertragen. Was ich am allerschlimmsten finde am iPhone neu konfigurieren bzw. Daten aufs neue iPhone übertragen, ist jedes Mal WhatsApp, weil ich immer irgendwelche Nachrichten verliere, die ich mir noch nicht angeschaut habe, obwohl ich 5 Minuten bevor ich das Handy übertragen habe, ein Backup gemacht habe. Trotzdem kommen immer irgendwelche Nachrichten nicht mit in den Speicher. Und dann bin ich jedes Mal absolut durcheinander und weiß nicht, wem ich jetzt schon geantwortet habe, wem ich noch antworten muss. Und bestimmt von den letzten Jahren gibt es immer noch irgendwelche Nachrichten, die mir irgendwer geschickt hat, die ich bis jetzt nicht beantwortet habe, weil ich sie einfach nicht habe auf meinem neuen Handy. Ich habe jedes Mal richtig toll Angst, dass diese Nachrichten weg sind. Ist das bei euch auch so? Habt ihr das auch immer? Also, als würde ich so oft mein Handy wechseln, so. Aber jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, dann ist es so passiert. Und ich habe irgendwelche Nachrichten nicht mehr gehabt. Und je nachdem, von wem diese Nachrichten sind, die ich nicht mehr habe, die dann auf eine Antwort warten, ist es auch manchmal schon ganz schön unangenehm. Handy ist fertig konfiguriert. Es liegt jetzt hier die ganze Zeit so richtig gefährlich auf der Kamera ohne Hülle. Ich habe richtig Angst, es zu benutzen irgendwie. Aber ich bin vorsichtig. In 3 Tagen kommt auch erst meine Panzerfolie an, die ich gerade bestellt habe, weil ich die auch nicht von dem alten Handy nehmen kann. Also top vorbereitet bin ich, absolut. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Zimmer hier. Ich habe ja gestern diesen kompletten Tisch hier ausgeräumt. Das ist jetzt alles leer. Da drauf sieht es natürlich nicht so aus, als wäre es leer, aber egal. Die ganzen Schubladen sind leer. Und jetzt fehlt noch das ganze Kleidungsmiseren-Desaster hier. Dafür kommt jetzt gleich eine Freundin von mir, Hannah. Kennt ihr bestimmt alle. Vielleicht filme ich gleich auch, ich weiß es noch nicht. Aber ich wollte euch mal kurz ein Vorher geben, falls ich den ganzen Tag über heute nicht filmen werde. Hannah liebt es nämlich auszumisten und Hannah ist wesentlich besser im Ausmisten als ich und Hannah ist auch wesentlich ordentlicher als ich. Deswegen hat sie mir angeboten, dass sie mir helfen kann, weil ich mich sowieso von nichts trennen kann und sie wesentlich radikaler damit umgehen wird als ich. Und deswegen wollte ich das euch einmal jetzt hier zeigen. Das sind die Klamotten, die jetzt gerade hier überall noch drin sind. Also es ist wirklich alles pickepacke voll. Das ist ein bisschen unangenehm. Das sind die ganzen Klamotten, die ich habe. Das hier sind auch alles noch Klamotten. Und hier ist auch alles noch voll. Da sind Schuhe. Und das wird heute so radikal ausgemistet, dass hoffentlich nachher, ich würde nicht sagen die Hälfte, aber nur noch 2/3 übrig bleibt. Weil die Hälfte, das wird mir schon ein bisschen wehtun. Ich glaube nicht, dass ich mich von der Hälfte trennen kann. Ich will es aber auch nicht. Es wäre auch unnötig. Hälfte ist übertrieben. Viel sollte ausgemistet werden. Und wir wollen jetzt gleich auch noch kochen. Und zwar das hier. Das ist von HelloFresh so ein Rezept. Das ist mein absolutes Lieblingsrezept von HelloFresh. Das ist dieses Spaghetti al Limone, wie ihr offensichtlich erkennen könnt. Das ist jetzt allerdings nicht von HelloFresh selber, auch wenn so ein paar Sachen hier noch von HelloFresh sind. Das ist von alten Rezepten oder von alten Kochboxen, wo ich diese Sachen hier nicht benutzt habe. Und ich habe jetzt alle Zutaten selber gekauft, die man dafür braucht, weil diese Karten kann man ja easy behalten und dann kann man die Rezepte auch locker selber nachmachen. Allerdings gab es leider nur einen normalen Brokkoli und nicht diesen Brokkolini hier. Aber diesen Brokkolini, das ist so ein bisschen ein anderer Brokkoli, so ein Stangenbrokkoli. Der ist so ein bisschen, ich glaube, das ist eine Kreuzung aus Brokkoli und Spargel. Bin ich ja ziemlich sicher. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Den gibt es nie im Supermarkt. Ich habe den noch nie im Supermarkt gefunden. Den gab es mal eine Zeit
lang in Köln bei Flink, aber mittlerweile auch nicht mehr. Oder bei Gorillas, ich weiß es gar nicht. Bringt mir ja eh nichts, weil ich bin nicht in Köln. Aber ich habe die ganzen Sachen jetzt hier nachgekauft und wir versuchen mal, das so detailgetreu wie möglich nachzumachen. Eigentlich braucht man auch noch so Zitronenthymian. Den habe ich auch nicht gefunden. Ich glaube, der ist ziemlich ausschlaggebend für den Geschmack. Aber egal, wird schon passen. Also es wird heute so ein bisschen die Billo-Variante von diesem Rezept. Weil diese bestimmten Rezepte, die gibt es ja nur alle paar Wochen. Oder Monate? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall nicht so oft und deswegen konnte ich das jetzt nicht einfach so bestellen, logischerweise. Und ich habe auch nicht immer diese Kochboxen. Ich mache das nur so einmal im Monat, dass ich mir eine Kochbox bestelle. Weil ich ja auch viel nicht zu Hause bin. Und deswegen war ich gerade bei Penny und habe versucht, die meisten Sachen nachzukaufen. Und ich hoffe, das wird funktionieren, dass wir das hinkriegen. Wünscht uns Glück. Tada! Essen ist fertig. Sieht genauso aus wie auf dem Bild, oder? Nicht so ganz, aber wird schon schmecken. Ja, das passt schon. Das wird super. Und? Schmeckt's? Schmeckt auf jeden Fall nach Zitrone. Das ist jetzt positiv? Ja. Hab ich noch nie gegessen. Ich find's gut. Mhm. Oh, oh, halt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab überlebt. So, Leute, Hannah ist weg. Ich habe mich jetzt schon fertig gemacht, weil ich jetzt gleich zum Sport gehe. Offensichtlich in Crocs. Nein, Spaß, die ziehe ich noch aus. Aber ansonsten habe ich mich fertig gemacht, um zum Sport zu gehen. Ich habe letztens im Podcast nämlich erzählt, dass ich ab jetzt wieder Sport machen möchte und auch dringend muss, weil ich Anfang nächsten Jahres etwas mache, wo ich definitiv Kondition brauche. Und die werde ich mir jetzt wieder versuchen anzutrainieren, weil ich absolut keine Kondition habe. Und wenn ich da keine Kondition habe, dann werde ich einfach absolut gnadenlos verkacken und das wird todespeinlich. Deswegen fange ich jetzt an mit Sport, war sowieso bitter nötig. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte euch mal unseren Fortschritt zeigen, der gar nicht mal so schlecht ist. Hier sieht es zwar immer noch ein bisschen aus wie bei Hempels und am Sofa, aber tada, tada, tada. Alles ist leer, keine Schublade hat mehr irgendwas in sich. Wir haben alle Klamotten, die ich besitze, komplett ausgemistet. Hier drin sind noch ein paar Klamotten. Also das ist einer der blauen Säcke. Leute, nicht erschrecken, wie viel ich ausgemistet habe. Diese vier blauen Säcke sind bis oben hin mit Klamotten gefüllt. Bis oben hin. Alle vier. 4,5 blaue Säcke, komplett ausgemistet. Ich glaube tatsächlich, dass ich fast die Hälfte meiner Klamotten ausgemistet habe. Was richtig irre ist, das hier sind jetzt die Klamotten, die noch übrig geblieben sind. Also noch übrig geblieben sind, es sind immer noch sehr viele. Und es ist auch ein bisschen mehr als die Hälfte, ja. Aber das ist schon echt eine Menge. Hier, 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 da und da sind jetzt meine Klamotten drin und hier sind noch so ein paar einzelne. Aber ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass ich mich schlechter von meinen Sachen trennen kann. Ich bin richtig stolz auf mich. Also Hannah hat mir dabei auch sehr, sehr, sehr toll geholfen. Ohne Hannah hätte ich niemals so viel ausgemistet, glaube ich, weil die schon echt radikal mit meinen Gefühlen gespielt hat. Einige Dinge, die ich eigentlich nicht ausmisten wollte, beziehungsweise einige Dinge, wo ich so war, ja, trage ich eigentlich nicht und sieht auch eigentlich scheiße aus, aber man kann es ja nochmal gebrauchen. Alle weg. Also nicht alle, von bei ein paar habe ich mich durchgesetzt, aber bei den meisten meinte Hannah, weg damit. Wenn du es nicht anziehst, wenn du es seit über einem Jahr nicht angezogen hast, dann wirst du es auch nicht mehr anziehen und da hat sie eigentlich recht. Deswegen sind jetzt diese 4,5 Säcke zustande gekommen. Hier drinnen sind übrigens Kleiderhaken, wo ich mir auch dachte, Alter, wie viele Kleiderhaken habe ich bitte? Weil guck mal, hier, da und da ist ja auch noch alles voll mit Kleiderhaken. Ich habe so scheiße viele Kleiderhaken. Ich frage mich jetzt gerade mal wirklich, wie viel Geld ich zur Hölle bitte für Kleiderhaken in meinem Leben ausgegeben habe. Weil, Kleiderhaken? Kleiderbügel, nicht Kleiderhaken. Haken sind was ganz anderes. Ich meine Kleiderbügel. Weil ein so ein Fünferpack bei Ikea kostet, glaube ich, mittlerweile 6 Euro. Und ich habe offensichtlich sehr viele von diesen Fünferpacks. Diese ganzen Klamotten werden auf jeden Fall erstmal aussortiert. Ein paar davon werden verkauft. Das meiste wird aber gespendet. Und da bin ich sehr froh drüber. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so schlecht, dass ich so viele Klamotten hatte, die ich nicht angezogen habe. Oder dass ich mir so viel zu viele Klamotten gekauft habe. Weil jetzt noch andere Menschen sich an diesen Klamotten erfreuen können und nicht mal was dafür zahlen müssen. Also es ist doch super, oder? Können wir uns doch so schönreden, dass ich so ein Kaufproblem habe, oder? Obwohl ich eigentlich nicht der Meinung bin, dass es schönreden ist. Ich finde es wirklich gut.
Das schmeckt echt scheiße heute. Das ist dieses Smoothie-Ding, was ich lange nicht mehr gemacht habe, aber eine Zeit lang so gut wie jeden Morgen gemacht habe. Ich habe das auch in dem Video, wo ich mit Jana 24 Stunden Essen getauscht habe, gezeigt. Das ist dieser Bananen-Kaffee-Haferflocken-Milch-Smoothie. Und da habe ich heute noch Proteinpulver reingetan, weil ich ja jetzt total sportlich bin, wisst ihr? Das ist aber in der Geschmacksrichtung Himbeerjoghurt. Es schmeckt gut, aber das sind ein paar viele Geschmäcker auf einmal. Kaffee, Banane und Himbeere. It's a lot. Aber gut, satt macht's trotzdem. Hi Leute, absolut random Zeitunterschied zwischen der Sequenz vorhin und jetzt. Wie ihr seht, ich bin fertig geschminkt, aber schon einige Stunden, denn ich bin jetzt gerade in Berlin im Hotel mit Kim. Hallo Kim, was geht? Ich stehe bei Booty right now. Ui, aufs Klo, übers Klo. Das sah gerade ein bisschen, ja okay. Whatever. Ich habe mich nämlich nach dem Sport heute Morgen eigentlich nur fertig gemacht und bin dann direkt zum Bahnhof gefetzt, weil heute Sonny Geburtstag hat und wir auf ihren Geburtstag eingeladen wurden. Und darauf freue ich mich sehr, denn Sonny ist toll. Ehrlich? Ich würde sie gerne kennenlernen heute. Die lügt, die kennt ihr eigentlich schon. Was, ey, mir ist so warm, ne? Ich komme gar nicht klar. Das ist 200 Grad heiß. Ja, ich schwöre, mir ist so warm, aber es hat mir meine Haare gemacht. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es 200 Grad heiß ist. Weil guck mal, jetzt habe ich gerade eine schöne Frisur. Ich habe aber kein Haarspray dabei, deswegen wird die schöne Frisur nicht so lange halten. Deswegen mache ich glatt. Smart. Nein, ich kann einfach diese Locken nicht. Du, das ist so krass. Soll ich die machen? Aber jetzt habe ich schon glatt. Ach so, jetzt hast du schon glatt gemacht. Ja, dann egal. Okay. Glatt, auch hot. Danke. Bitte. Genau, da gehen wir jetzt gleich hin. Hä, warte mal, das ist gar nicht meine Haarbürste. Ich bin so lost die ganze Zeit, weil Kim hat so voll viele gleiche Sachen wie ich. Diese Haarbürste habe ich auch, aber die habe ich gar nicht dabei. Meine Kamera hat Kim jetzt auch. Die wollte ich gerade benutzen, aber das war gar nicht meine. Was haben wir noch gleich? Nachher trage ich so deine Unterhose morgen früh, obwohl du die anhattest und das deine war. Frag doch gar keiner. Ach so, ja dann. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich zu ihrem Geburtstag. Motto ist all black and white. Und ich bin all black, weil ich habe kein black and white. Es war sowieso schon mega schwer, überhaupt schwarze Sachen zu finden. Das ist das einfachste Motto ever. Es ist das einfachste Motto ever und ich kriege es nicht hin. Ich hasse deshalb auch Geburtstage mit Mottos, weil egal wie einfach es ist, ich krieg's nicht geschissen. Ich krieg's einfach nicht hin. Das Ding ist, ich habe ja gestern, das habt ihr ja im letzten Vlog gesehen, oder in diesem Vlog, weiß ich gar nicht, meine ganzen Klamotten ausgemistet und habe deswegen richtig viel aussortiert und habe all meine Klamotten deshalb jetzt in Umzugskartons. Und deswegen habe ich nichts mehr gefunden, aber ich habe sowieso super wenig schwarze Sachen irgendwie. Das ist so bescheuert. Das ist schön. Ja, aber, ja, eigentlich ist es schön, aber für die einfachsten Mottos der Welt dann wieder ein bisschen ungünstig. So, weil ich dann halt irgendwie keine Klamotten habe. Und jetzt habe ich tatsächlich meine einzige schwarze Hose, die ich besitze an. Das ist so eine... Das ist nicht mal eine richtige Hose. Es ist halt nicht mal eine richtige Hose. Es ist eigentlich so eine Lounge-Hose, die gehört zu so einem Amazon-Set. für so ein Lounge-Set. Aber die sieht eigentlich ganz okay aus. Also man kann sie tragen. Die sieht geil aus. Ja, irgendwie mag ich sie nicht so eigentlich, weil ich finde, sie betont meinen Körper auf eine negative Art und Weise. Aber ist egal. Wir können tauschen. Gerne. Lass uns tauschen. Nee. Kim muss so ein Outfit anziehen für so ein Video, deswegen habe ich gerade so nee gesagt. Ich würde niemals normalerweise würde ich natürlich niemals ihr Outfit so shaden, ne? Stimmt. Wie findest du? Findest du scheiße oder was? Nein, eigentlich finde ich es hot, aber es ist mir ein bisschen. Ich will, das ist mir too much. Es ist sehr schick. Das gibt mir toll. Aber ich will nicht schick. Aber schick ist, ey, es steht dir wirklich richtig gut. Guck mal bitte, stell dich mal so gerade hin. Nee, so in meine Richtung. Guck mal bitte, was für eine geile Figur sie einfach hat. Oh, egal. Das ist richtig. Nein. Jetzt hör mal auf. Hä, was finde ich witzig? Ich meine das ernst. Ich krieg einen Hitzekoller nach dem anderen gerade hier drin. Du kannst auch keine Komplimente annehmen. Wir sind beide so. Ja, ich weiß. Okay. Jedenfalls habe ich deshalb diese Hose an und dieses Top hier. Ich hatte kein einziges schwarzes Top mehr, Leute. Die sind alle in der Wäsche oder verschwunden. Deswegen habe ich das jetzt von Kim an. Ich muss. Das ist auch nicht mal meins. Was? Hä? Von wem ist es? Das war meiner besten Freundin. Also. Okay, cool. Danke, Anna. Heißt die Anna? Ja. Ja, Mann. Danke, Anna, fürs Top. Es rettet mir meinen Abend. Wie viel Uhr ist es denn, Kim? 20.10 Uhr. Die Party läuft seit 10 Minuten. Wir müssen los. Die Party hat noch nicht ohne uns begonnen.
Dann müssen wir noch schneller los, weil die Armen, die warten die ganze Zeit, bis die Party losgeht. Genau, also die sitzen da und pfeifen und gucken durch die Gegend. Safe, bis wir beide durch die Tür kommen. Und dann geht die Musik auch erst an. Genau. Ja, ich glaube auch. Okay, wir beeilen uns jetzt und dann geht's ab. Hi Leute, die letzte Sequenz war absolut random. Ich weiß, ich war in Berlin bei Sonny beim Geburtstag, habe ich euch ja aber auch erzählt. Also ihr wisst das ja schon. Ich habe beim Geburtstag allerdings absolut nichts gefilmt. Dementsprechend ist die Sequenz ziemlich random gewesen. Ich bin jetzt wieder zu Hause in Mainz. Und wir haben gestern noch was gemacht. Und zwar haben wir den Schrank im Flur aufgebaut. Das habt ihr ja im letzten oder vorletzten Vlog, glaube ich, schon gesehen, wie wir damit angefangen haben. Leute, hier halt ist immer noch so krass. Und es ist auch immer noch irgendwie so krass dunkel. Und wir haben auch immer noch keine Lampen. Aber egal. Immerhin steht jetzt der Schrank. Und ich finde, er ist so, so mega schön geworden. Das ist alles von IKEA komplett. Hier liegt noch richtig viel Kram rum. Aber wie wir das hier alles gemacht haben, habe ich sogar auch noch mitgefilmt. Ich wollte eigentlich so ein richtig satisfying Video machen, wie ich so diese Folien abmache. Das hat nicht so ganz geklappt, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Das heißt satisfying. Ja, höher komme ich nicht. Sieht jetzt auch richtig cool aus. Man sieht so, wie das eine spiegelt, wie alles spiegelt, wo noch die Folie drauf ist und da, wo es nicht mehr essen kann. Geil. Pech. Wie du da so unten hängst. Das ist einfach nur unangenehm, dieser Sound. Das mit dem satisfying Folien abziehen haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Was ein Glück, haben wir die Schuhe voll rausgeholt. Es war nicht so schlau, das ohne Staubsauger zu machen. Egal. Tada! Bin ich der King oder was? Sowas von. Ist der Hammer, ne? Kriegt niemand anderes so gut hin wie ich. Das hier ist jetzt das Innere des Schrankes. Also hier ist alles voll mit Schuhen, sag ich mal. Was heißt sag ich mal? Es ist voll mit Schuhen. Das sind diese ausziehbaren Schuhdinger hier. Hier in der Mitte ist noch eine Schublade, wo Mützen, Schals und so ein Kram drin sind. Was ist das hier eigentlich? Das ist Matthias' Schal, den kenne ich gar nicht. Good to know. Das ist dieser Bereich. Dann kommen wir hier zum ersten Jackenbereich. Das sind Matthias' Jacken, das sind meine Jacken. Und hier ist mir voll der Fail passiert, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ja, die sind nicht ganz gleich. Aber egal, darauf achten wir einfach nicht. Die anderen sind wirklich perfekt geworden. Und hier ist noch einmal der Schrank für Mäntel. Und da oben kommen noch meine Koffer hin, wenn ich sie dann nach Mainz gebracht habe. Und das war's auch schon. Ich bin mega, mega happy mit dem Ergebnis. Ich finde, es ist ganz, ganz toll. Das ist nämlich die einzige Area in der Wohnung, die jetzt halbwegs fertig ist und halbwegs schön aussieht, weil hier alles andere noch komplett lost ist. Aber dazu mehr in den nächsten Vlogs. Ich hoffe sehr, euch hat dieser Vlog hier gefallen. Wenn ihr das geht, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr Bock auf mehr Umzugsvlogs habt und mehr mich. Ist das weird, das zu sagen? Schon, oder? Naja, egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Tschüssi! Ciao.